Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zur PlayStation 5. Und oh mein Gott, habe ich diesem Moment entgegengefiebert. Ein Blick auf die Benutzeroberfläche der PS5 erwartet uns hier gleich. Ich habe damit genau so gerechnet. Es kommt ein State of Play und zwar zum Thema Benutzeroberfläche. Davon war ich ganz stark von Ausgang und da ist es. Und es wird mehrere Teile geben. Das gebe ich gleich vorweg, denn natürlich bis zum Release haben wir noch, etwas über 4 Wochen und dort wird es weitere Videos geben zur Benutzeroberfläche, denn heute werden wir uns nur ein paar Sachen anschauen, aber die Sachen, die wir uns anschauen, die sind, ja, super Sahne, ist nicht übertrieben, auf gar keinen Fall. Wenn euch das Video hier gefällt, wenn es interessant für euch ist, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das ist immer so ganz, ganz wichtig für das Ranking vom Video natürlich. Und wenn ihr den Kanal jetzt noch nicht abonniert habt, genau, vielleicht ein guter Moment, das zu tun. Wenn ihr dann zusätzlich noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr hier weiter kein neues Video zur PlayStation 5, zu den Spielen zur PlayStation 5 und. Da haben wir also hier ein wirklich volles Programm. Ich denke mal, das Programm wird beinahe noch voller dann werden, wenn die Konsole endlich draußen ist und wir öfter auf die Idee kommen, auf diesen Button zu klicken. Push the PS-Button to start. So, wir werden jetzt hier hinein starten und zwar aus dem Schlafmodus sozusagen heraus. Also wir sind schon eingeloggt, wir haben einen Account kreiert und so weiter. Das erklärt uns der nette Herr hier im Hintergrund. Ich habe es natürlich für euch hier das Ganze auf Deutsch genommen. Und so sieht das aus, wenn wir wieder zurückkommen sozusagen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Sackboy gespielt und landen dann hier in diesem Screen, wenn die PS5 wieder aufgewacht ist. Wir kommen später noch dazu, wie es aussieht, wenn wir frisch reingehen in die PS5 und dann sehen wir hier geile Sachen, definitiv erstmal so von der Optik, muss ich einfach sagen, denn sie haben natürlich die ganze UI komplett neu designt mit dem Spieler im Mittelpunkt und vor allem natürlich ein komplettes Redesign, damit das Ganze auf 4K-TVs auch mächtig was hermacht. Und worauf wir hier momentan schauen, sind natürlich die Activity Cards, so nennt sich das Ganze. Hier an erster Stelle zum Beispiel gibt es offizielle News und zwar dann von Publishern, denen ihr folgt. Wer eine Xbox hat, kennt das auch schon. Auch dort wurde das eingeführt, die Möglichkeit, Publishern zu folgen und dann die offiziellen News von diesen zu erhalten. Dann sehen wir hier im zweiten Tab oder besser gesagt auf der zweiten Activity Card unsere letzte Medienaufnahme und dann hier sehen wir aktuell unseren Fortschritt im Spiel. Wir sehen hier, wir haben dieses Level zu 60% abgeschlossen und das Spiel errechnet aufgrund unserer persönlichen Zeit, wie lange wir so im Schnitt immer brauchen, um diese Level zu meistern, wie lange wir persönlich noch brauchen würden, das Ganze zu machen, und das wird hier momentan aktuell mit 10 Minuten angegeben. Also diese Activity Cards, da kommen noch so geile Features gleich. Ich bin wirklich da total begeistert. Ich befürchte nur, dass die Begeisterung da wahrscheinlich nicht lange anhalten wird. Denn es muss natürlich von den Entwicklern auch solche Funktionen unterstützt werden. Ne? Das hier alles muss unterstützt werden von den Entwicklern. Und da kann man direkt hier auf diese Activity Card, kann man direkt reingehen, direkt zu dem Level gehen, was einem fehlt, wo einem noch irgendwas fehlt, wo man noch was machen muss. Und dann sieht man hier zum Beispiel die verschiedenen Varianten, was man hier machen kann. Und ihr seht da schon momentan neben der Lampe da oben dieses kleine Plus-Symbol. Das bedeutet, es gibt dort oben Ingame-Hilfen zum Spiel. Also ihr wisst nicht, wo ihr dieses Kostüm findet und dann gibt es dazu eine Hilfe. Sehen wir gleich, das haben sie wunderbar gelöst. Das sieht wirklich richtig klasse aus. Aber ich erinnere mich halt auch daran natürlich, dass es diese Ingame-Hilfen in den Trophys bzw. in den Erfolgen auch bei der Xbox gab, relativ früh. Dort gab es dann die Möglichkeit, auf Webseiten nachzuschauen. Das hat Sony hier um Meilen eleganter gelöst. Das muss man definitiv sagen. Die Lösung hier ist wirklich richtig mega. Besonders natürlich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Anzeige der Lösung. Aber ihr könnt das nur machen, wenn ihr PS Plus Mitglied seid. Ihr müsst dafür PS Plus Mitglied sein, um eine solche Online-Hilfe abzurufen. Und die kann man sich dann hier Bild in Bild anzeigen lassen, die kann man sich seitlich anzeigen lassen und da bekommt ihr dann genau erklärt, wo ihr dieses Kostüm findet. Und ich als YouTuber, der Geiz macht, hoffe natürlich, dass sich das nicht so durchsetzt, ne? Weil schöner geht es nicht. Ist wirklich ganz, ganz toll. Und ihr müsst halt nicht auf meinen Kanal gehen und das entsprechende Video gucken. Das macht die Sache dann weniger schön. Dementsprechend, ich gehe ganz stark davon aus, dass es am Anfang ganz, ganz stark gehypt ist, dass Sony das natürlich nutzen wird in vielen seiner First-Party-Titeln. Aber
Ich weiß nicht, wie groß der Aufwand für Third-Party-Entwickler ist, das Ganze umzusetzen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass dieses Feature auf der Xbox sich sehr schnell relativ in Luft aufgelöst hat. Es sieht super toll aus, es ist super geil gemacht, aber wird es wirklich von vielen Spielen unterstützt werden? Das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Dann sehen wir hier gleich nebenbei jetzt auf der rechten Seite, wie man jetzt neu mit diesen interaktiven Benachrichtigungen, die man hat, eine Party joinen kann, wenn man eingeladen wird. Und man kann vor allem direkt loslabern, ne? Nicht zu vergessen, ne? Der neue Controller hat ja ein Mikrofon eingebaut. Das bedeutet, ihr braucht gar nicht erst lange nach eurem Headset zu kramen. Und selbst wenn jetzt, sage ich mal, die Soundqualität ein bisschen mehr das Unterirdische betrifft als das Positive, selbst dann kann man immer sagen, hey, klar Leute, bin da, könnt gleich zocken, ich kram kurz mein Headset raus, sage ich mal. Oder halt, ihr seht halt auf so einer interaktiven Karte hier halt dann auch einen Share-Screen. Da hat also jemand aus eurer Party oder in der Party einen Screenshot geteilt und dort werdet ihr auch gewarnt, wenn ihr selber jetzt noch nicht an der Stelle wärt im Spiel, was er dort euch teilt, dass es dort eventuell Spoiler gibt. Das kommt später auch nochmal, dass ihr vor Spoilern gewarnt werdet und hier könnt ihr sogar das Gameplay, ne, verfolgen, Bild in Bild. Bild in Bild könnt ihr seinen Screen verfolgen. Wie geil ist das denn, Leute, jetzt mal ehrlich. Also wer jetzt sagt, das ist ungeil, schreibt es sofort unten in den Kommentaren. Das ist mega, das sieht wirklich richtig klasse aus. Das ist ganz großes Kino. Aber wir sehen auch hier natürlich die Sache, werden wir gleich sehen, da komme ich nochmal drauf zu, da wird er ein bisschen schnell drüber hinweg scrollen, und zwar den Trophäenfortschritt. Das wurde ja auch schon angekündigt, dass es den bald geben wird. Aber das sehen wir gleich, da geht er nicht direkt ein. Wir sehen es hier momentan. Hier seht ihr die beiden Trophäen, 30%, 20%. Ja, da könnt ihr direkt euren Trophäenfortschritt auch verfolgen. Wie geil ist das denn? Ah, super Sahne. Finde ich wirklich, wirklich richtig gut. So, und jetzt gehen wir mal aus unserem Sackboy raus und joinen ein Spiel, in das wir eingeladen wurden. Und hier möchte man uns ganz kurz zeigen, wie schnell das halt natürlich geht, dank der eingebauten SSD. Wie schnell ihr dann wirklich von Sackboy rübergeswitcht seid in Destruction All-Stars. Und das war wirklich flott, muss man definitiv sagen. Hier wird jetzt ein wenig schnell vorgespult, weil er natürlich nicht zocken will. Es geht ja hier um die Oberfläche, die gezeigt werden soll. Und dementsprechend gibt es jetzt einmal mit dem Share-Button. Na, ich glaube, er heißt ja gar nicht mehr Share-Button. Wie hieß er nochmal auf dem DualSense? Egal. Er macht auf jeden Fall jetzt hier einen schönen Screenshot oder ein Video. Und auch hier gibt es dann die Warnung, wenn ihr den teilt an Freunde und die sind in dem Spiel, haben das Spiel noch nicht gespielt oder sind dort noch nicht so weit, natürlich dann wieder eine Spoilerwarnung, ob man sich das wirklich angucken möchte, kann hier einen Screenshot aufnehmen, kann ein Video aufnehmen. Die PlayStation 5 nimmt natürlich auch, wie auch bei der PS4, durchgehend im Hintergrund Video auf. Allerdings natürlich bis zu einer 4K-Auflösung ist hier jetzt möglich, da wird das auch wieder teilweise natürlich abhängen. Ich hoffe, das sind so die kleinen Details, die mir gerade so als YouTuber noch fehlen. Ne? Geht das auch wieder eine Stunde 4K-Videomaterial im Hintergrund? Wäre mega. Und das hier ist der Startscreen, wenn ihr die Konsole einschaltet. So sieht das Ganze aus, wenn ihr die Konsole einschaltet. Das allererste Mal, oder besser gesagt, halt jedes Mal natürlich, nicht das allererste Mal. So ist das jetzt aufgebaut auf dem Startscreen, welche Spiele, ja, die man zuletzt gespielt hat oder wo man zuletzt war und so weiter und so fort. Ich bin da noch ganz gespannt auf weitere tiefere Einblicke und dann habt ihr natürlich auch zu den einzelnen Spielen dann immer hier unterschiedliche Aktivitäten und auch dort seht ihr schon wieder die Trophäe an der Seite leicht leuchten. Aber gut, er hat eh einen Fortschritt von 0%. Hätte mich interessiert, was da genau drunter steht unter der Trophäe. Ich denke, wir werden, was Trophäen betrifft, sehr, sehr viel glücklicher in Zukunft auf der Trophäenjagd definitiv sein. Ich glaube, da wird es einfach viel, viel mehr geben, was uns hilft, unsere Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Hier ist auch nochmal der Explore-Tab, da könnt ihr halt Neuigkeiten und so weiter sehen. Oder wenn ihr irgendwelchen Spielen folgt, seht ihr darunter schon irgendwelche Videos oder was es Neues gibt zur PS5, offiziell vom Sony PlayStation Blog und so weiter und so fort. Das kann sein, dass das zum Start der Konsole noch ein bisschen leerer ist. Und hier sehen wir gleich den neuen Store. Da könnt ihr auch einfach nur oben rüber wechseln, nach links rüber auf den Store und ihr seid direkt drin im Store. Ihr ruft dann nicht extra noch eine einzelne App auf oder ähnlichen Schmarrn, sondern ihr seid direkt drin im Store. Das ist halt einfach mit der neuen schnellen Technik, besonders natürlich mit der flotten SSD,
und den flotten CPUs und GPUs und so weiter natürlich möglich, das Ganze hier da komplett neu zu gestalten. Und habe dann hier wieder direkt die Möglichkeit, zum Beispiel zu einem Spiel alle möglichen Infos oder Trophäen-Infos, Screenshots abzurufen. Hier ist zum Beispiel der Screenshot, den er gerade gemacht hat, den wird er jetzt teilen. Und zwar geht das Teilen in verbundene Services. Hier werden wir gleich nur Twitter sehen. Ich denke mal, dass auch Facebook und Co. bei Social Media demnächst mit dabei sein wird. Er wird den jetzt in der Party teilen und wie gesagt, die Partymitglieder bekommen dann halt auch die Nachricht, hey, wie gesagt, das könnte ein Spoiler sein. Also, der erste Blick hier rein in die Benutzeroberfläche gefällt mir wahnsinnig gut. Ich freue mich noch mehr natürlich auf weitere, tiefere Blicke. Und hier ist auch noch eine mega coole Sache. Und zwar könnt ihr diktieren. Ihr braucht also nicht mehr euch den Daumen wund zu tippen, wie gut dann die Spracherkennung funktioniert. Das ist auf jedem System der Fall. Das muss man aber abwarten, wie gut das funktioniert. Auf alle Fälle soll Deutsch unterstützt werden. Ich hoffe auch natürlich zum Start. Das ist auch so eine Sache, das lässt der eine oder andere Entwickler gerne mal aus zum Start direkt. Ich hoffe, genauso natürlich für die Österreicher und Schweizer wird das wahrscheinlich ein bisschen hart werden. Was da möglich ist, der erste Blick war hier super Sahne auf die PS5 und noch mehr soll folgen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.